Hey Leute, ich bin SmackPepperig. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal einen kleinen Tipp geben, wie ihr die Qualität von eurem Gießwasser für die Blumen oder eure Zimmerpflanzen verbessern könnt. Im Sommer mache ich es immer so, dass ich meine Pflanzen, auch meine Zimmerpflanzen, mit Regenwasser gieße. Das hat einfach den Grund, dass dieses Wasser ja viel, viel weicher ist als Leitungswasser. Ein großer Teil des Leitungswassers in Deutschland kommt aus der Erde, aus dem Grundwasser und ist daher sehr mineralhaltig und kalkhaltig. Und genau dieses Kalk, das schadet meistens den Pflanzen. Jetzt ist es natürlich im Winter schwierig, an Regenwasser zu kommen. Es kann gefroren sein oder es kann auch eben viel zu kalt sein für die Pflanzen. Das ist auch nicht gut, wenn man dann das kalte Regenwasser gleich nimmt und die Pflanzen gießt. Also müsste man erst wieder warten, bis es warm ist. Und ja, deshalb mache ich es immer etwas anders. Ich nehme dann doch Leitungswasser, fülle das in die Gießkanne rein, aber ich lege immer hier ein Stück Holz mit rein und lasse das dann so, 3-4 Stunden stehen. Und das hat dann jetzt diesen Effekt, dass sich der Kalk dann hier an dem Holz absetzt, das Wasser dadurch viel, viel weicher wird und somit auch besser geeignet ist für eure Zimmerpflanzen. Ja, ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer Mac Peverick.